Liebe Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 4. Ja, wir haben hier in unserer Hand was ganz Schickes Neues, nämlich ein ziemlich fettes Kaliber 50 Scharfschützengewehr. Mit Zoom jetzt auch und mit Schalldämpfer jetzt auch und in grün. Ich habe das nämlich ein bisschen modifiziert. Da fliegt ein Adler. Ich hätte ja fast Lust zu schießen, aber ich weiß, ich werde nicht treffen und dann wäre es peinlich. Wobei ich mit dem Ding schon ziemlich gute Schüsse gelandet habe. Nur der war natürlich nichts. Naja, aber fast, ne? Ich würde sagen, ich habe ihn fast getroffen. Komm schon! Der Adler blamiert mich. So, jedenfalls haben wir ein ziemlich fettes neues Scharfschützengewehr. Und wir haben immer noch unsere... Oh, ein Kammerereignis. Tierangriff. Rette Menschen vor Raubtieren. Wo denn? Wo denn? Jedenfalls nicht hier. Da sind zwar Menschen, aber keine Raubtiere. Na ihr? So, da ist wieder einer von den Türmen und den würde ich gerne noch eben holen. Weil, das ist der einzige, wenn wir mal auf die Karte schauen, der hier jetzt noch ist. Die anderen sind dann alle da oben in dem anderen Gebiet, aber hier unten in diesem Bereich der Karte ist das jetzt der letzte Turm. Und da wir jetzt sowieso gerade auch schon hier spielen, nämlich bei Willis zum Beispiel am Flugplatz, würde ich gerne das Gebiet noch aufdecken und dafür müssen wir aber hier den Glockenturm holen. Wie gesagt, drei Waffen haben wir jetzt dabei. Den Granatwerfer mit 4 Schuss. Dann eben hier das fette Scharfschützengewehr und die Farmers jetzt auch mit Schalldämpfer. Und den Turm da würde ich gerne mal holen. Bewacht ist der nicht, insofern gehen wir einfach hin und holen den uns. Irgendwo ist auch ein Propagandaposter. Achso, es hängt diesmal sogar unten. Na gut. Schauen wir mal, wie wir hier hochkommen. Da ist zum Beispiel schon mal eine Leiter. So, schon mal ein guter Einstieg. Eine Leiter kann nie schaden. Meistens sind die Türme ja doch ziemlich abfuck. Weil eben schwer zu erklimmen. Zum Beispiel weiß ich jetzt schon nicht, was die von mir wollen mit den Tüchern hier. Ich glaube nicht, dass ich darüber springen kann. Doch, kann ich. Okay, kein Problem. Ich dachte, so weit kommen wir nicht, aber so weit kommen wir. Ja, ja, das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie, das macht auch immer die schönsten Durchsagen. So, hier kommen wir auch hoch. Oh, guck mal, da unten sind Gegner. Hi, Kollege! Wo ist der denn? Ich sehe den nicht. Da ist er. Hallo! Kopfschuss, so. Wunderbar. Wo wollen wir weiter? Wir wollen weiter hier drüben. Über den Balken und dann nach oben. Zack! Die werden draußen schon wieder von einem Adler angegriffen. Ja, nicht mein Problem. Nicht mein Problem. Die sollen sich selber drum kümmern. Ich werde schließlich auch ständig von Adlern angegriffen. Die nerven ziemlich, die Viecher. Ich denke mal, hier muss ich weiter und dann hier rüber. Und dann hier rüber. Und dann hier rüber und da hoch, oder? Jawohl, das ist soweit richtig. Der Turm klappt auch bisher ziemlich gut. Wenn es dann auch mal funktioniert, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber die Türme regen mich halt ziemlich auf, wenn sie nicht funktionieren. Dann denke ich mir mal, ja gut, hätte ich doch einen Gyrokopter, dann würde ich einfach nach oben fliegen. So, hier oben haben wir zumindest noch eine Kiste. Und da flog gerade ein Adler vorbei, hat mich aber nicht getroffen, der Idiot. Deswegen schieße ich ihn jetzt vom Himmel. Und hier ist dann endlich die Propagandamaschine. Die machen wir auch noch eben weg. Und das müsste, glaube ich, Turm Nummer 9 von 17 sein. Damit haben wir jetzt tatsächlich über die Hälfte. Das war schon mal vor dem... Beim letzten Turm haben wir schon im Radio gehört, wir hätten über die Hälfte. Dabei hatten wir gerade mal 8 von 17. Naja, jetzt werden hier so ein paar Sachen aufgedeckt. Gefahrensprint. Oh, da unten ist sogar ein Krokodil am Start. Und eine Unfallstelle. Kalinak, der Suchende. Eine Statue oder sowas, da wird aber wild rumgeballert. Ja, gut. An Handelsposten kostenlos jetzt so eine komische Schrotflinte oder sowas. Und wenn ich jetzt auf die Karte gucke, dann sehe ich, das wird jetzt aufgedeckt hier. Das letzte Gebiet. Da hinten ist Bagadur, die Festung von Nur, die wir dann irgendwann auch mal holen werden. Wenn wir sie geschwächt haben. Und ansonsten, ja, sind wir hier. Da unten ist der eine Außenposten, den wir haben. Und da hinten ist Willis am Flugplatz. Wir können zwar auch per Schnellreise hin. Aber ich würde fast sagen, na gut. Jetzt hätte ich gedacht, wenn es ein bisschen tiefer ist, dann mache ich es mit dem Wingsuit. So wird es natürlich... kritisch, aber wir versuchen es mal und wenn es nicht klappt, dann kann ich immer noch per Schnellreise hin. Aber erstmal gucke ich, wie weit ich komme.
Ich glaube, wir kommen schon relativ nah dran. 400, 500 Meter waren es. Jetzt sind es noch gleich 300. Naja, aber bis zum Flugplatz komme ich nicht. Dafür sinke ich leider zu schnell, auch wenn ich hochziehe. Okay, gegen den Berg will ich natürlich nicht klatschen. So, na gut. Nicht ganz rangekommen. Aber es sind halt jetzt noch... ja. So weit ist es auch nicht mehr. Allerdings lenkt mich lustigerweise das GPS komplett rum. Dabei kann ich laut Karte auch einfach hier den Weg hochgehen. Dann verstehe ich nicht, warum das GPS einmal rum will. Aber ich probiere erstmal hier hochzukommen. Vielleicht sehe ich dann gleich, warum das GPS drum rum will. Vielleicht geht es gar nicht. Na Moment, da muss ich Wachen töten. Dafür nehme ich wieder mein bescheidenes Scharfschützengewehr hier. Zwei Stück sind das. So, der kriegt auch nichts mit, dass sein Kollege tot ist. Zwei Kopfschüsse und die sind beide weg. Und den rette ich natürlich auch noch eben. So nett bin ich dann doch. Gut, hab einen schönen Tag. Grüß Gott und so. Ich bin dann mal zum Flugplatz zu Willis. Ich bin gespannt, was der für uns hat. Er sagt ja, wir sollen ihm helfen. Er ist hier hingekommen, ja, aus Far Cry 3 quasi, um, Pagan Min loszuwerden eigentlich, kann man so sagen. Um Pagan Min loszuwerden. So, das Ding zerstöre ich einfach eben. Ich habe jetzt keine Lust, das zu klauen. Wofür habe ich denn extra den neuen Granatwerfer hier? Nee, also der gute, ach guck mal, wir können ohne Probleme hier zum Flugplatz. Warum will das GPS mich jetzt immer noch komplett rumlenken? Guck mal, das GPS will mich jetzt hier die Straße lang, da rum, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang und da hochlenken. Dabei kann ich doch easy einfach hier lang gehen. Komplett sinnlos, das Ganze. Kann ich eigentlich die Alarme noch deaktivieren? Wahrscheinlich nicht, macht auch keinen Sinn. Doch, kann ich sogar. Weiß nicht warum, weil den Flugplatz hat Willis ja sowieso für sich erobert. Vielleicht komme ich hier gar nicht rein. Doch, ich komme hier rein. Klar, hier gehe ich doch zum Beispiel einfach durch. Hallo, Wildschwein. Und Willis sitzt tatsächlich in seinem Flugzeug, oder was? Naja, okay. Nee, also der Willis war hier hingekommen nach Kyrat, um Pagan Min loszuwerden. Ist ein Amerikaner, und zwar so ein richtig waschechter, den wir auch aus Far Cry 3 kennen, wie gesagt. Und wir schauen jetzt mal, was er von uns möchte. Wir sind ja auch Amerikaner eigentlich. Hallöchen, mein lieber Willis. Das war's? Das ist total für den Arsch. Hast du deine Manieren vergessen? Amerikaner klopfen. Wo ist das Original? Wie gesagt, je mehr Arbeit du mir abnimmst, desto mehr schwarze Balken gehen in Ruhestand. Na komm. Steig ein, ich gebe dir einen Vorgeschmack. Sieh es als eine Anzahlung. Oh, bitte lass mich fliegen. Okay. Bitte. Sieh los. Als ich deinen Alten rekrutiert habe, tranken wir eine Flasche Scotch in der Spelunke in Tirta. Er arbeitete noch für Pagan Min damals, mit einem Leuchten in den feuchten Augen. Als Min den Thronerben von Kyrat kaltstellte, hat die Kacke ganz schön gedampft, mein Freund. Verzeih die Wortwahl. Was? Nein, ich kann sie nicht mehr hören. Keine Sorge, ist alles in dem Dokument, das ich dir nach dem Job geben werde. Ach, der Himalaya. Wir fliegen also jetzt mit ihm mit dem Flugzeug in den Himalaya, oder was? Wie will er denn bitte auf dem, also in den Bergen da oben landen? Ich glaube kaum, dass er da gut eine Landebahn findet. Oder aber er schmeißt uns nur raus und wir sollen mit dem Fallschirm irgendwo landen. Das ist wahrscheinlicher. Also ja, er hat Informationen über unseren Vater und zwar sehr viele und wir wissen so gut wie gar nichts über ihn, außer dass er Mohen Gael heißt, dass der Goldene Pfad ihn verehrt, dass der Goldene Pfad von ihm gegründet wurde. Aber der gute Sergeant hier oder Captain oder... Agent Willis Huntley, der weiß mehr. Und deswegen versuchen wir natürlich ihm zu helfen, so gut wir können, damit er uns mehr Infos herausrückt. Das ist ja schon so ein bisschen Erpressung, was er macht, aber was sollen wir anderes machen? Wir brauchen die Infos und er hat sie. Und wir sind jetzt also im Himalaya mal wieder. Normalerweise sind wir immer nur im Himalaya, wenn Longinus uns hinschickt. Aber dieses Mal eben auf Befehl von, ja, ihm hier. Brannte förmlich die Luft. Wie ich gehört habe, steckt Yuma da mittendrin. Du willst antworten? Alle Wege führen zu ihr. Was wissen Sie über sie? Sie ist Pagan Min's Stellvertreterin. Kam zusammen mit ihm aus Hongkong, voll mit Triadenkontakten, Atergo. Du weißt, was das heißt. Atergo? Na sicher.
Also, was machen wir hier? Wir holen uns eins von Yumas Lagern und den Kerl, der es leitet. Schalte ihn aus, dann wird Yuma uns sicher was vorsehen. Wir holen uns, er meinte wahrscheinlich eher, ich hole mir und er fliegt wieder weg. Also er hat uns hier rausgeschmissen im Himalaya. Beziehungsweise nö, ganz anders, er wartet hier bequem in seinem Flugzeug. Töten oder töten lassen. So, wir kommen zurück in den Bergen. Wunderschöne Aussicht mal wieder, klar. Irgendwie funktioniert die Musik gerade nicht so richtig. Oder soll die so sein? Ich glaube nicht, dass die Musik so sein soll. Vielleicht hört ihr das auch. Akash Kloster, 7551 Meter. Ah, jetzt läuft die Musik. Nee, sie spackt immer noch. Jedenfalls, die Berge sehen ziemlich geil aus. Es ist genial, aber es ist halt so schade, dass wir nicht hoch können. Dass das alles nur Kulissen sind und wir nur in so abgesperrte Bereiche dürfen. Das ist echt schade. Jedenfalls wollen wir uns hier ein Lager von Yuma holen. Das ist die Braut, die auch irgendwo einen, so eine Festung hat irgendwo. Naja, ich bin mal gespannt. Vorsicht, wenn ihr was kaputt macht, das ist jetzt Yumas Eigentum. Okay, ich höre das nicht, ich lese es. Nur irgendwie ist der Sound gerade ein bisschen kaputt. Aber was ich höre, ist ein Helikopter. So, Headshot. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass der Heli mich gleich entdeckt. Wobei, vielleicht ist der Heli gar nicht das Problem. Vielleicht sind eher die ganzen Soldaten das Problem. Na, der Heli könnte natürlich auch ein Problem werden, klar. Aber vielleicht eher zum Beispiel der Scharfschütze, der da oben irgendwo campt. Also den habe ich zumindest schon mal. Der Heli sieht mich zwar, aber der kann ja nichts machen. Ich wüsste gerne, ob ich den Piloten theoretisch rausschießen kann. Headshot mal lieber. Oder auch nicht. Naja, ich meine, was wollen die machen? Also die können natürlich auf mich schießen, aber ich sitze hier mit meinem Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Und keiner hat eine Chance, sind wir mal ehrlich. Die können nichts machen. Auch wenn sie mich sehen. Oh, wo schießt der denn raus? So, also jedenfalls sitzt einer oben an einem MG oder sowas. Wir heilen uns erstmal hoch, wir haben leider keine Spritzen mehr, aber es geht ja Gott sei Dank auch mit Verbänden. Und ich würde gerne mal wissen, wo sitzt der denn da oben, der Kollege? Irgendwo hat er sich verkämmt. Ah, da ist auch noch einer. Ganz ruhig, Kollege, da sitzt schon wieder oben einer. Ja, das sind so Art MGs oder sowas. Wenn die einen treffen, dann kann man natürlich nicht mehr gut schießen. Jetzt habe ich ihn aber. So, wir heilen uns wieder hoch. Mit dem Stock schön in die Wunde rein. Ist immer gut. Schön desinfiziert. Lieber alles voll machen, weil wenn die halt mit ihren MGs schießen und so, dann geht das Leben auch schnell mal runter. Deswegen bin ich dann lieber vorsichtiger. Den einen Kollegen sehe ich jetzt noch nicht. Den roten Punkt. Da ist er. Hallöchen. Hier bin ich. Batz, aber den habe ich richtig an die Wand gefetzt. So, da kommt noch einer gelaufen. Headshot, das war Yumas Stellvertreter. Und den haben wir auch mit einem wunderschönen Schuss erlegt. Und wieder ein wunderschöner Headshot. Nächster bitte. Und Headshot, nächster bitte. Also wir haben einen ausgeschaltet, das müsste Yumas Stellvertreter sein. Yuma selber ist nicht hier natürlich und ich gehe davon aus, Yuma ist eine Frau, oder nicht? Die Stellvertreterin von Paganmin persönlich. Und das hier ist quasi ein Außenposten, aber eben im Himalaya, also wir werden hier später wahrscheinlich auch nicht mehr hin zurück können. Einfach so hinreisen und dann den Berg sozusagen mit einer Wingsuit runter. Ich glaube, das dürfen wir nicht, das ist ein bisschen schade halt. Wäre doch genial, wenn wir auch hier hochfahren könnten oder hier hochgehen. Und dann eben von hier
mit einer Wingsuit runter wieder ins Dorf oder sowas. So, den sollen wir fotografieren. Machen wir mal eben und dann schicken wir das dem guten Willis. Das ist nicht unser Mann. Der Kerl, den du suchst, überwacht Jumas archäologische Grabung. Ich sag dir was. Leg doch einfach jeden in dieser Gegend um, der aussieht, als wäre er für was Wichtigeres als Kloputzen und Tellerwaschen zuständig. Nichts ist amerikanischer, als alle zu töten und Gott die Details klären zu lassen. Ruf an, wenn du fertig bist. So, jetzt spackt schon wieder die Musik, aber die ist auch nur die Musik, weil der Sound normal geht ja ohne Probleme, ist nur die Musik, die Probleme macht. Also er sagt, es ist schön amerikanisch, indem wir einfach, wir machen das schön amerikanisch, indem wir einfach jeden töten, der sich bewegt. Und danach sozusagen die Fragen stellen und ja, wird schon irgendwie gut gehen. Dann machen wir das halt so, auf die amerikanische Art und Weise, auch wenn ich die ja nicht gutheißen möchte. Aber in so einem Spiel hier ist sie vielleicht doch das Beste. Hier auf jeden Fall habe ich alle ausgeschaltet. Wir können also jetzt weiter zur nächsten Stufe. Besser, du läufst weg, mein Lieber. Das war ein Warnschuss. Und jetzt hau ab. Wow, freie Bahn. Verzieh dich. Meine Güte. So, ich habe noch ungefähr ein Magazin und zwei Schuss. Hier geht's weiter. Erreiche das verlassene Kloster. Da oben sitzt ein Vogel drauf. Tauben schießen und so, ne? Können wir auch mit dem Gewehr hier machen. Wobei ich meine Munition nicht so raushauen sollte, denn die ist relativ rar. Und ich liebe dieses Gewehr und ich sollte mir also ein paar Schuss aufbewahren vielleicht. Oh, hallo. Na, Kollege? Du, beziehungsweise dein Kopf und mein Gewehr? Beste Freunde. Glaub mir. Mein Kopf, dein Gewehr. Nein, mein Kopf, dein Gewehr. Genau, andersrum. Mein Gewehr, dein Kopf. Beste Freunde fürs Leben. So. Da ist noch so einer, der sich mit meinem Gewehr anfreunden möchte. Der Zoom ist sogar ziemlich gut jetzt von dem Gewehr. Ich warte mal noch, bis er oben ist, damit ich in Ruhe auf den Kopf zielen kann. Da steht nämlich auch noch ein Kollege hinter jetzt. So, der Kopf ist auf jeden Fall weg. Der ist schön an der Wand gelandet. Was ist mit ihm hier? Da guckt er nur einen Millimeter raus oben. Sollen wir es trotzdem versuchen? Wow, das war mal ein Headshot. Da hat wirklich nur einen Millimeter rausgeguckt. So, und da ist der Nächste an die Wand geboostet. Oh mein Gott, wie ich diese Waffe einfach nur liebe. Das ist das beste Scharfschützengewehr auf jeden Fall bisher. Wir haben zwar auch noch welche, die dann irgendwie ein paar hunderttausend kosten. Deswegen will ich mich jetzt noch nicht festlegen, dass das das Beste im Spiel ist. Aber es ist auf jeden Fall genial. Und ich bin gerade richtig schön am Headhunten hier. Einen nach dem anderen. Ohne Probleme immer wieder One Shot, One Kill. So, den plündern wir auch noch. Müssen auch fast schon wieder Schluss machen hier. Ist ein bisschen schade eigentlich, weil wir noch mitten in der Mission sind. Aber ich will ja nicht wieder Überlänge haben. Gut, hier müsste ich jetzt hoch können. Die sind ja beide weg. Jawohl, die habe ich wunderschön weggesniped hier. Ihn und den anderen Kollegen. Und wir sind jetzt aber auch schon fast beim nächsten, also insofern können wir auch einfach weitergehen. Da oben müssen wir hoch. Oh, hier gibt's Munition. Ich sagte ja eben noch, ich habe ein bisschen Sorge, weil mein Scharfschützengewehr leer ist. Aber jetzt haben wir es wieder richtig schön voll hier. 20 Schuss und ein volles Magazin. Und hier möchte ich hoch. Geile Mission auf jeden Fall. So, wir machen erstmal wieder hier den Rundumcheck. Irgendwelche Gegner? Noch keine, die ich sehe. Aber ich habe welche gehört eben. Jedenfalls ist da oben das Kloster und da wollen wir rein. Ah, da ist noch einer. Wunderschön, mein Lieber. Weißt du was? Rot macht sich gut auf dem Schnee. Guck mal. So, mir gefällt das Grün an meinem Scharfschützengewehr. Natürlich passt das jetzt hier in den Bergen nicht so ganz. Da müsste es eher weiß sein, aber ich meine... Alter, diese Kulisse da hinten, wunderschön. Aber man sieht selbst von hier, dass es nicht so richtig ausdesignt ist. Ziemliche Pixelmatsche und deswegen kann man eben auch halt nicht hin. Das ist nämlich nur von Weitem wunderschön. Aber naja, die Kulisse ist das Wichtige. Und dass wir uns hier nur begrenzt bewegen dürfen, ist zwar ein bisschen schade, aber naja. So, ich muss jetzt aber noch ein bisschen weitergehen, weil eigentlich möchte ich jetzt hier danach mal einen wichtigen Cut machen. Also, schauen wir mal. Vielleicht machen wir ein bisschen Überlänge.
5 Minuten gebe ich der Mission noch. Dann sollte ich vielleicht ein bisschen schneller vorangehen. Identifiziere Yumas Stellvertreter. Wenn die Musik nicht so abspacken würde, wäre das auch ziemlich easy machbar. So, jetzt ist sie ganz weg. Ne, jetzt ist sie wieder da und dann ist sie wieder weg. Da sehe ich 3. Das ist zum Beispiel ein Scharfschütze da hinten. Nächster und nächster. Headshot, Headshot, Headshot. Und wir laden nach und gehen weiter. Nachladen, weitergehen. Irgendwo höre ich einen Helikopter. Und da ist er auch. Und ich habe sogar einen im Helikopter getroffen. Na gut, da sind jetzt sehr viele Wachen. Müssen also ein bisschen aufpassen. Ja, der Heli sieht mich, das macht aber nicht unbedingt was. Wieder einen aus dem Heli rausgeholt. Wieder einen aus dem Heli rausgeholt. Gleich habt ihr keinen mehr, den ihr absetzen könnt, ihr Lieben. Oh, hier kann ich auch hoch. Ich würde mal eben das so machen, wir schmeißen mal ein paar Molotows nach oben. Einfach um ein bisschen für Ablenkung zu sorgen und jetzt gehen wir hier hoch.